So, wir möchten jetzt die Fläche hier aufnehmen. Wir haben hier wieder unsere Schnellauswahlliste. Wir haben einen Gehweg. Dort sollen wir die Fläche ermitteln. Wir stellen uns an unserem ersten Punkt auf, halten wir immer die Antenne gerade. Wir machen wieder eine Mittelmeerrechnung und weiter geht es. Wir nehmen die Punkte immer an den spezifischen Knicken auf. Und wenn wir das ganze Bild jetzt vergrößern, sehen wir, dass hier schon eine Achse erstellt wird. Die schraffierte Fläche, die er uns jetzt zeigt, daraus schlägt er vor, dass wir hier eine Fläche raus ermitteln. Je mehr Punkte wir aufnehmen, desto genauer wird es, gerade wenn ich einen Kurvenverlauf habe. Wir haben jetzt den Endpunkt erreicht, schlagen jetzt auf die gegenüberliegende Seite und gehen den Weg wieder zurück. Wie wir sehen, bekommt der Weg jetzt immer mehr die Kontur, wie er in Realität verläuft. Und wenn ich die Geschwindigkeit der Vermessung verändern möchte, kann ich natürlich auch über die Einstellung die Anzahl der Beobachtungen umstellen auf 1. Und schon nimmt er das Ganze schneller auf. Wir haben unseren Endpunkt erreicht. Und wie wir jetzt sehen, haben wir eine schöne Kontur unseres Gehwegs. Ich nehme jetzt mal das Autozentrieren raus, dass wir frei schieben können. Eine wunderbare Kontur unseres Gehwegs und über die Taste Kalkulieren erhalte ich die Fläche und den Umfang. Dieses Ergebnis kann ich speichern und ein Berechnungsprotokoll kann ich auch wieder direkt zum Empfänger schicken. Je nach Handyfunktion kann ich auch einen Screenshot machen, den ich meinen Unterlagen noch hinzufüge, wo das schraffierte Feld mit hinterlegter Karte mit dabei ist.